Wer mal seinen Garten umgegraben hat, kennt das überraschende Gefühl, wenn da etwas Spannendes aus vergangenen Zeiten zutage kommt. Das geht auch dem Energieversorger Vattenfall so. Hier im Tagebau Jenschwalde haben Grabungen jetzt sogar noch Erstaunlicheres hervorgebracht. Denn seit den neuesten Funden steht fest, die Geschichte der Brandenburger Besiedlung muss neu geschrieben werden. Wir haben hier Reste aus der Lebensumwelt von vor 125.000 Jahren, aber auch von vor 130.000 Jahren gefunden, aus der sogenannten Em-Warmzeit. Da war hier ein See, also zwischen der letzten und der vorletzten Eiszeit. Dort gibt es Fische, da gibt es aber auch andere Tierreste, die wir entdeckt haben, vom Dammhirsch, aber auch vom Riesenhirsch, der heute ausgestorben ist. Und das ist auch eine Lebensumwelt des Menschen gewesen. Die Hinterlassenschaften des Menschen, die uns dann ganz besonders elektrisiert haben, sind nochmal älter, 130.000 Jahre alt, aus dem Ende der sogenannten Saale-Eiszeit. Und in diesen 130.000 Jahren hat sich viel verändert. Und gerade wegen des geologischen und klimatischen Wandels ist dieser Fund so bedeutend. Diese Saale-Eiszeitliche Oberfläche, in der dieser Mensch gelebt hat, die ist natürlich durch die späteren Zeiten völlig überprägt worden. Durch die Warmzeit, aber noch mehr durch die nächste Eiszeit, in der dann es zu Bodenverschiebungen gab, zu großen Schmelzwässern am Ende dieser Eiszeit, die zu Erosionen geführt haben. Und hier einen relativ ungestörten Bereich zu finden, wo wir menschliche Nutzung, menschliche Geräte, Tier- und Pflanzenwelt haben, das ist sicher ein Fundplatz von europaweiter Bedeutung. Die gut erhaltenen Bodenstrukturen ermöglichen den Forschern überhaupt erst den genauen Einblick. In etwa 9 Meter Tiefe lagerten sich die rund 130.000 Jahre Geschichte ab. Und schon das ist eine kleine Sensation. Das Besondere an diesen Erdschichten liegt im Grunde genommen daran, dass es sehr selten ist, dass solche alten Schichten erhalten worden sind. Und wir haben hier im Tagebau Jenschwalde die günstige Gelegenheit, solche Schichten ganz detailliert untersuchen zu können. Ja, vor uns sehen wir hier genau die Fundschicht, in der die letzten spektakulären Funde gemacht worden sind. Wir haben im unteren Teil Sande, die unter relativ trockenen Verhältnissen abgelagert wurden. Hier wuchs also Sanddorn drauf. Dann ist das ganze Gebiet leicht abgesunken und es haben sich flache Tümpel und flache Seen gebildet, kenntlich durch diese schwarzen Schluffstreifen, die hier zu sehen sind. Der besonderste Fund sind natürlich die menschlichen Hinterlassenschaften, also die Werkzeuge, die hier gefunden sind. Und das ist schon sehr abenteuerlich, wenn man solche alten Werkzeuge in den Händen halten kann. Und auch wenn die Funde nicht gerade groß sind, haben sie für Archäologen doch einen unschätzbaren Wert, wie dieser Feuerstein. Diese Geräte sind hergestellt worden von den Menschen mit einem bewussten Ziel, aus einer Steinknolle, also einer sogenannten Feuerstein- oder Silexknolle. Das heißt, ein ganz hartes Mineral, das glasartig springt. Und wenn man weiß, wie man draufschlagen muss, dann kann man bestimmte Formen herstellen. Hier haben wir einen sehr schönen Kratzer. Aus einem größeren Stück wurde dann mit kleinen gezielten Schlägen nochmal eine Arbeitskante mit hergestellt. Und dieser Feuerstein, dieser Silex, ist sehr hart, hat sehr scharfe Kanten und ist damit sehr, sehr gut geeignet, an Knochen zu arbeiten, Fleisch zu schneiden, die Haut, das Fell erstmal zu durchtrennen oder auch natürlich Holz zu bearbeiten. Doch die Werkzeuge sind nicht das Einzige, was der Boden zu bieten hat. Für Paläontologen ist der Ort eine wahre Fundgrube. Also passend zu dem Steinkern, den wir vorhin gesehen haben, wurden in erster Linie sehr viele Knochen des Pferdes gefunden, die wir eben hier auch sehen mit einem Schulterblatt, einem Halswirbel oder dem Unterkiefer. Darüber hinaus haben wir in dieser selben Zeit eine Geweihschaufel vom Elch gefunden. Das ist also der moderne Elch, einer der ältesten Funde überhaupt vom modernen Elch. Das macht den Fund auch besonders. Und dann wurde es ja langsam wärmer, wie man an den Sedimenten da drüben auch sehen kann. Ne? Das sind so diese beigefarbenen Schichten gewesen, wo wir also diese spätsaalezeitlichen, also die eiszeitlichen Tiere gefunden haben. Und dann in den gräulichen Schichten, das ist die Em-Warmzeit. Da haben wir beispielsweise den Riesenhirsch gefunden, einen Oberschenkel, eine Schwanzwirbelsäule vom Biber, die europäische Sumpfschildkröte. Das ist auch ein ganz besonderer Fund.
Diese Exponate sind aber nicht die ersten. Schon 1903 wurde das erste Mammut im Tagebau Jentschwalde gefunden. Und daher hat die Archäologie bei Vattenfall Tradition. Ja, es ist natürlich für uns eine spannende Geschichte. Wir reisen in dem Tagebau 15 bis 20 Millionen Jahre in der Zeitgeschichte zurück. So alt ist ungefähr unsere Kohle. Und unsere Geologen hier, die arbeiten natürlich auch mit den Archäologen zusammen. Da, wo wir auch Oberfläche in Anspruch nehmen, müssen wir sichern, dass die archäologischen Maßnahmen auch realisiert werden können. Wir haben einen langfristigen Vertrag, der entsprechend so ausgearbeitet ist, dass wir alle diese Grabungen finanziell unterstützen oder, sagen wir es besser, komplett finanzieren. 8 Millionen Euro ließ sich Vattenfall diese Grabung in den vergangenen Jahren kosten. Und auch an dieser Stelle wird im nächsten Jahr weiter nach Spuren von Menschen und Tieren gesucht. Wir erhoffen uns, noch mehr Geräte zu finden, aus Feuerstein, vielleicht auch aus Holz. Wir drehen natürlich jedes Holzstück um, ob wir hier menschliche Bearbeitungsspuren finden. Und wir hoffen auch noch, den direkten Einfluss, die direkte Wirkung des Menschen bei dem einen oder anderen Tierknochen nachweisen zu können. Also Schnittspuren oder dass ein Markknochen vielleicht mit einem Stein aufgebrochen wurde, um an das kalorienreiche Mark eines Hirschen oder was heranzukommen. Sowas wäre natürlich dann noch das absolute Tüpfelchen auf dem I. Und dieses I wird dann wohl nicht der letzte Buchstabe in den Brandenburger Geschichtsbüchern sein.